Erläuterungen des Herrn Dr. Arora vom Rheinischen Landesmuseum Bonn, Außenstelle Hambach, zu den altsteinzeitlichen Funden vom Hollerberg bei Holzmülheim, aufgenommen am 25. Oktober 1993. Und von 17 Funden sind vier typische Werkzeuge. Ja. Vier. Vier insgesamt. Zwei sind jungsteinzeitlich und zwei sind spätpaläolithisch. Ah, ja. Und unter den jungsteinzeitlichen sind einmal eine gestielte geflügelte Pfeilspitze, hier sowas, gestielte geflügelte Pfeilspitze, und einmal ein Beilabschlag. Ah, ja, Beilabschlag, ja. Also Teil ja. eines Beiles. Also wenn man ein bisschen genauer sieht, das ist so geschliffen, ist das, ne? So geschliffener Beil. Steinbeil. Von denen ein Abschlag. Ne? Das ist so beide Funde sind jungsteinzeitlich. Und dann habe ich zwei Funde, die wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich spätpaläolithisch sind. Eine ist altsteinzeitlich, also späte Phase der Altsteinzeit. Dieser ist wahrscheinlich eine Rückenspitze hier. Die Spitze ist leider abgebrochen. Das ist eine Retusche. Das ist eine Rückenspitze. Spitze ist abgebrochen. Und dann eine ist ein Mikrolith, sagen wir eine einfache Spitze. Ja, ja. Die beiden gehören zur jungen oder zur späten Phase der Altsteinzeit. Und mit dem Rest kann man und hier alles ist hier patiniert. Die Pfeilspitze ist nicht patiniert, aber Beil ist patiniert und alle diese Funde sind auch patiniert, aber dieser Fund ist auch nicht patiniert, ne? Das ist Feuerstein, also ist Maß Feuerstein. Habe ich das sind ausgesplitterter Stück, sagen wir, oder eine Art Meißel, gehört auch zur Jungsteinzeit, die drei Funde und Rest ist ja wahrscheinlich gehört, also die anderen Funde gehören wahrscheinlich so spät zur späten Phase der Altsteinzeit. Genau, dann Abschläge, keine Werkzeuge, oder? Das sind die zwei Klingen, sind da zwei Klingen. Und ich habe hier zwei oder drei Abschläge und Rest sind die Abschlüsse. Also zwei, sind vier, so sieben Rest. Abschlüsse, drei Abschläge, zwei Klingen und zwei Werkzeuge. Und die gehören zur späten Phase der Jungsteinzeit. Also das ist also das ist dann der Fund des Hollerberg. Und war noch ein Ach so, ja, dieser Fund. Das war wahrscheinlich doch ein Wettstein. Wettstein, ja? Meinen Sie noch Wettstein? Ja, das ist doch, ich habe den Eindruck, das ist alle ist jünger. Wenn man genau sieht, das sind jüngere, sagt man, Beschädigungen sind. Das ist wahrscheinlich ein Wettstein. Also, Also, mittelalterlich, also frühneuzeitlich oder spätmittelalterlich dann, ne?